Keine Homos werden jemals in dieser Gemeinde erlaubt sein, solange ich der Pastor hier bin. Niemals! Diese hasserfüllten Worte stammen aus dem Mund eines Tempi-Pastors, der predigt, dass Gottes Wort sagt, dass das Töten von Schwulen der einzige Weg ist, um AIDS bis Weihnachten loszuwerden. Alle Schwulen sind Pädophile, sagte er. Der größte Heuchler der Welt ist der Mensch, der an die Todesstrafe für Mörder glaubt, aber nicht an Homosexuelle, sagte er. Pastor Steven Anderson hat sich bereit erklärt, heute Abend zu einem exklusiven Einzelinterview mit uns zu kommen. Pastor, danke, dass Sie dabei sind. Ich hab zu danken. Haben Sie Schwule schon immer gehasst? Haben Sie Ihr Vater das beigebracht oder sind Sie selbst dazu gekommen? Nein, nicht immer. Ich wuchs in einer christlichen Familie auf, aber erst als ich mit 17 die Bibel vollständig gelesen habe, entdeckte ich die Wahrheit dessen, was die Bibel wirklich sagt. Viele Passagen werden nie von der Kanzel gepredigt, weil sie einfach nicht beliebt sind. Ich muss ehrlich sein, als ich Ihre Predigt hörte, klang es wie das Geplänkel von jemandem, der entweder ein Hassmacher oder ein religiöser Eiferer ist. Und ich frage mich, wer sind Sie? Ich bin ein religiöser Eiferer und ich liebe die Bibel. Ich liebe Gottes Wort. Ich glaube, dass das Gesetz des Herrn vollkommen ist. Und 3. Mose 20,13 klar sagt, wenn ein Mann bei einem Mann liegt, als würde er bei einer Frau liegen, so haben sie beide einen Gräuel begangen. Sie sollen unbedingt getötet werden, ihr Blut sei auf ihnen. Und als Christ glaube ich an die Bibel und daraus ziehe ich meinen Glauben. Was ist mit den 10 Geboten? Ist nicht das 1. Gebot, du sollst nicht töten? Nein, das 1. Gebot lautet, du sollst keinen anderen Götter neben mir haben. Aber okay, ja, natürlich. Aber ist du sollst nicht töten natürlich eines der Gebote? Ja, Sie haben recht, aber was Sie verstehen müssen, ist, dass die Bibel befiehlt, dass bestimmte Menschen getötet werden. Nicht von mir, nicht von Christen. Es ist nicht meine Aufgabe oder die Aufgabe eines Christen, rauszugehen und jemanden zu töten. So etwas habe ich nie gelehrt. Vielmehr ist die Aufgabe der Regierung, Kriminelle zu bestrafen und diejenigen hinrichten, die Kapitalverbrechen begehen. Und laut Bibel ist Homosexualität ein Kapitalverbrechen und ich habe die Bibel nicht geschrieben. Was ist, wenn sich herausstellte, dass Sie einen schwulen Sohn oder eine schwule Tochter hatten? Müssen Sie, dass Sie tot sind, um AIDS zu heilen? Nun, das ist ein Trugschluss, dass sich herausstellt, dass bestimmte Leute schwul sind. Das ist nur eine Lüge. Weil es nicht zufällig ist, es ist nicht etwas, das einem meiner Kinder zufällig passiert. Warte, wie denken Sie, es passiert dann? Die Bibel ist sehr eindeutig, wie es passiert. In Römer Kapitel 1 wird davon gesprochen, wie Gott die Menschen einem verworfenen Geist überlässt, um diese schmutzigen Taten zu begehren. Es hat also damit zu tun, dass sie den Herrn ablehnen und Jesus Christus ablehnen. Und ich frage nochmal, Pastor, dass ich versuche nicht streitsüchtig zu sein, aber ich möchte verstehen, dass Sie ein Mann sind, der zu Ihrem Wort steht. Wenn Sie einen schwulen Sohn oder eine schwule Tochter hätten, was würden Sie tun? Naja, es wird nicht passieren. Wenn es so wäre, hätte ich nichts mit ihnen zu tun. Das heißt, würde man sagen, nun was wäre, wenn ihre Tochter ein Axtmörderin wurde? Was wäre, wenn ihr Sohn wie Adolf Hitler aufwachsen würde? So, was würden sie dann tun? Ich meine, es ist nur eine dumme Frage. Na gut, jetzt, wo sie Adolf Hitler zur Sprache brachten, wollte Juden jeden, der nicht blond und blauäugig war, vernichten. Diejenigen, die nicht in seiner Vision von der Art und Weise passten, wie Menschen sein sollten. Ist das nicht in gewisser Weise das, was sie predigen, dass sie jeden töten wollen, der nicht heterosexuell ist? Überhaupt nicht. Ich predige die Bibel, etwas, das Adolf Hitler ablehnte. Er glaubte die Evolution. Weshalb er das ausführen wollte, was er für minderwertige Rassen hielt. Aber ich glaube nicht an Rassismus. Aber Sie würden gerne jeden sterben sehen, der nicht heterosexuell ist, richtig? Nun, die Bibel sagt, dass jeder, der... Aber warte, ich frage, was Sie glauben. Ich glaube der Bibel. Ich glaube, was die Bibel sagt. Und wenn ich sie nicht glaube, wäre ich kein Baptist. Aber es hört sich so an, weil Sie nicht antworten, was Sie glauben. Aber ich glaube, dass Sie sich hinter der Bibel verstecken, oder? Warte mal. Ich glaube, was die Bibel sagt, dass Homosexuelle getötet werden sollen. Nun, lass mich klarstellen. Das glaube ich und bin niemals darauf zurückgekommen. Jeder Christ glaubt also an die Bibel oder ist also nicht einmal jeder, wirklich Christ. Wenn Sie das glauben, jeder, der nicht heterosexuell ist, sterben, richtig? Absolut, natürlich, das sagt die Bibel. Sie hassen Schwule. Genau. Ich bin Jude, wie stehen Sie zu Juden? Oh, ich hasse keine Juden, ich meine, das ist nur ein Strohmann, um mich mit Hitler zu vergleichen. Ich hasse Juden überhaupt nicht. Hassen Sie schwarze Leute dann mal? Natürlich nicht, meine Gemeinde hat viele Schwarze. Pastor, sagten Sie, dass Sie für den Tod von Barack Obama gebetet haben? Oh, so jetzt kommt Obama und die Rassenkarte raus. Meine Gemeinde hat viele Schwarze. Tatsächlich sagt die Bibel, dass wir alle von einem Blut sind. Zitiere ich Ihnen falsch? Haben Sie gesagt, dass Sie für den Tod von Barack Obama beten würden? Richtig, aber Obama ist weiß. Obama ist sowieso nicht schwarz. Er ist halb weiß und halb schwarz. So gut wie Sie ihn schwarz nennen können, nenne ich ihn weiß. Ist ein weißer Mann. Manche würden sagen, genau wie die Taliban und die IS-Kämpfer den Islam pervertiert und gewalttätig gemacht haben, um zu ihrer Weltsicht zu passen, tun Sie das. Sie verdrehen das Christentum, damit es zu Ihrer Vision der Welt passt, oder?
Nun lass die Zuschauer selbst lesen, lassen sie die Bibel aus ihrem Regal ziehen und 3. Mose 20, 13 nachschlagen. Und dann lassen sie der Richter sein. Intelligente Menschen werden sich die gesamte Predigt AIDS, the Judgment of God schauen. Sie werden ihre Bibel aus dem Regal holen und sie lesen. Ich versuche nicht, ihnen Worten in den Mund zu legen, aber haben sie gesagt, dass es so sei, wenn die Leute sie als Hassmacher oder ihre Gemeinde als Hassgruppe wahrnehmen? Richtig, es ist mir egal, wie die Leute mich wahrnehmen. Sie nannten Jesus Beelzebub, sie nagelten ihn ans Kreuz. Und Jesus sagte, dass sie ihn hassten, weil er von ihren Werken bezeugte, dass ihre Werke böse sind. Das ist, was ich tue, deshalb hassen sie mich.